So, hier habe ich jetzt einmal, es nennt sich Pine Player. Jetzt die CDs auf dem Rechner kopiert, konvertiert und kann hier jetzt über den Player den Sound einstellen, über den Equalizer, einmal, jetzt direkt, während das läuft. Und doppelt gemoppelt zusätzlich, jetzt natürlich hier am AV-Receiver, der hat natürlich seinen eigenen digitalen Soundprozessor. Kann ich hier beispielsweise Front Left auch wieder über einen Equalizer Anpassung vornehmen. Das habe ich gemacht. Die habe ich sowieso immer drin. So. Ja, und das ist verdoppelt gemoppelt. Also eigentlich würde einer reichen, aber naja. Wenn es schon mal da ist. Ja, dann nutzen wir das dann nochmal. So, dann haben wir hier nochmal. Wir sind also hier. Ist einen anderen Titel. Also verschiedene Titel. Da kann ich auch mal meine Taschenlampe mal leuchten. Dann nehme ich auf. Menü vom AV-Receiver. Das hat mich jetzt hier den Kanal Blu-ray DVD Player HDMI. Ne? Und da hat man hier jetzt noch mal praktisch den Pine Player, den ich hier auf dem Rechner habe. Dann hier nochmal auf dem Fernseher. Man das immer so ein bisschen den Mauszeiger, dann kann man hier praktisch, könnte man jetzt hier, sag mal, den Bass anheben. Das mal ganz extrem jetzt hier schon 20 Dezibel plus, das ist schon zu viel. Ne? Ziehe ich ein bisschen was, ist gar nicht so schlimm. Den nochmal, 120 Hertz, auch 10 Dezibel mal. Geht bei dem Stück eigentlich auch. Das ist extrem. Hier, 300 Hertz. Fällt bei dem Stück vielleicht gar nicht so sehr auf, mal einen anderen Titel.
Naja, das. Das ist ein Bass. Das ist minus 17 Dezibel. Noch ein bisschen lauter. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt drunter. Jetzt drunter. Das war zu viel. Also bei der Lautstärke jetzt minus 11. Minus 12. So ist das doch ganz gut. Das ist gar nicht so extrem, das ist gar nicht so schlimm. Das ist dasselbe wie hier auf dem Kleinen, ne? Schon einen Tick zu viel. Ne? Das kann man natürlich reduzieren. Oh, hier bei 60 Hertz auf plus 10. Ein bisschen runter. Was haben wir denn noch? Das ist auch immer gut. Den macht ihr auch schon. Das ist auch schöner Bass.